Bist du behindert? Fast wäre ich es geworden. Hallo, ich grüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei bist. Eine etwas provokative Frage, die ich eingangs gestellt habe und dir gesagt habe, ich wäre fast behindert, aber ich meine das alles im übertragenen Sinne. Die Inspiration zu diesem Beitrag hier habe ich heute Morgen bekommen. Ich war eine längere Zeit im Auto unterwegs und ich nutze das Auto dann immer auch gerne, um interessante Podcasts zu hören. Und heute Morgen habe ich einen Podcast gehört mit Christian Bischoff und Markus Rehm. Markus Rehm ist Spitzensportler, Goldmedaillengewinner im Leichtathletikbereich. Und das Besondere daran ist, er hat mit 15 Jahren einen schweren Unfall gehabt, hat ein Bein ab dem Knie nach unten verloren und hat seinen Traum, Profisportler zu sein, aber nie aufgegeben. Und von ihm stammt eben auch dieser Ausdruck, ich lasse mich nicht behindern. Und das ist so, mir ist heute Morgen so vieles wieder wie Schuppen von den Augen gefallen und deshalb, ja, dachte ich, muss ich das hier auf diesem Kanal auch mit dir teilen. Auch mit der Botschaft, die ich so klasse finde, lass dich nicht behindern. Du kannst dir vorstellen, was das für ein Schicksalsschlag ist, wenn man mit 15 Jahren, oder vielleicht kannst du es dir vorstellen, wir können es nur ahnen, was das für ein Schicksalsschlag ist, wenn man mit 15 Jahren ein Stück von seinem Bein verliert durch einen Unfall und in welches tiefe Loch man denn da reinfällt. Und es gibt im Übrigen auch Statistiken und Studien darüber, Menschen, die so schwere Schicksalsschläge haben oder hatten in ihrem Leben, sagen rückwirkend, das war das Beste, was mir damals passieren konnte, weil das und das und das und das daraus entstanden ist. Das ist schon mal so die erste Botschaft, die ich dir jetzt hier mit auf den Weg geben möchte. Egal welchen Schicksalsschlag, also was das all dir gerade schickt an Herausforderungen, an Problemen, an schwierigen Situationen. Wenn du die Aufmerksamkeit auf die Lösung richtest, dann wirst du auch Lösungen bekommen, du wirst Inspiration bekommen und du wirst auch im Nachhinein irgendwann, da gibt es ja keinen Zeitrahmen, den wir uns da stecken können, erkennen, wozu auch diese jetzige Situation, diese jetzige, vielleicht schwierige Situation nötig war, die dich dann auf entsprechenden anderen Weg einfach gebracht hat. Das ist das eine. Und du kannst dir vorstellen, bei so einer Diagnose, wie Markus Rehm sie damals bekommen hat mit 15 Jahren, ihm hat sicherlich kein Arzt auf die Schulter geklopft und hat gesagt, Junge, du schaffst das, du kannst trotzdem noch Leichtathletik, Weitsprung machen, du wirst trotzdem noch Goldmedaillen in deinem Leben auf Wettbewerben, auf Wettkämpfen, auf Weltmeisterschaften dir einbringen können. Markus Rehm hat klar nach seinem Tief die Entscheidung getroffen, ich lasse mich davon nicht behindern, ich gehe trotzdem meinen Weg, ich habe mein Ziel vor Augen, Leichtathletik, Weitsprung, das ist mein Ding und das ziehe ich durch. Und er hat eines gemacht, er hat immer fest an sich geglaubt und egal welches Fachpersonal um ihn herum war, die ihm gesagt haben, Junge, das kannst du vergessen, er hat sich immer gesagt, ich erschaffe mir meine eigene Realität und deshalb ist er so ein gutes Beispiel jetzt auch dafür, um dich zu ermutigen. Und ich bringe dir jetzt auch mal noch gleich ein Beispiel aus meinem eigenen, gerade aktuellen Leben, wie mir das heute Morgen nochmal so die Augen geöffnet hat. Wenn wir irgendwelche Ideen haben, egal in welchem Bereich, und unterhalten uns mit anderen Menschen darüber, was geschieht dann? Die Erfahrung hast du auch schon gemacht. Die gut gemeinten Ratschläge prasseln auf einen ein und schon, ja, ist die total geniale Idee, die ich eigentlich hatte, zunichte gemacht und ja, ich bin deprimiert und ja, ziehe mich wieder in mein Schneckenhaus zurück. Und solche Situationen hatte ich in den letzten Wochen ein bisschen verstärkt in meinem Leben. Und zwar im Hinblick auf mein Business, auf mein Geschäft. Ich habe ein paar Menschen in meinem Umfeld, die mir so gut gemeinte Ratschläge gegeben haben, wo ich mich einfach auch auf Diskussionen eingelassen habe, weil diese Menschen, die einem ja diese gut gemeinten Ratschläge geben, aus ihrer Perspektive, die liegen einem ja auch ein Stück weit am Herzen. Und da ist man dazu geneigt, sich auf Diskussionen eben auch einzulassen. Und auch, ja, das habe ich auch gemacht.
Und ich habe noch vor ein paar Tagen mal zu meinem Mann gesagt, als wir uns wieder über das ein oder andere Thema in der Richtung unterhalten haben, warum habe ich mich eigentlich auf diese Diskussion eingelassen, wenn mir doch jemand etwas, einen wirklich hilfreichen Tipp geben kann in diesem Bereich, was mich jetzt einfach betrifft, dann kann ich doch wirklich nur auf jemanden lauschen, der schon dort ist, wo ich hin möchte. Und warum lasse ich mich auf Diskussionen ein mit Menschen in meinem Umfeld, die überhaupt keine Ahnung von diesem Metier haben, es aber gut meinen? Und ich bin auch diesen Menschen nicht böse, ich bin ihnen dankbar. Das waren letzten Endes verschiedene Dinge, die ich daraus jetzt nochmal gelernt habe. Zum einen habe ich diese Menschen in mein Leben gezogen, weil ja, ich tief in mir wahrscheinlich auch noch Zweifel hatte, funktioniert das so, wie ich mir das vorstelle? Und deshalb hat das Universum gesagt, okay, dein Wunsch ist mir Befehl, ich schicke dir mal noch ein paar Zweifler in dein Leben, die dann eben auch an dir und deinen Ideen zweifeln und dann schaust du mal, was du daraus machst. Also das ist das Erste. Deshalb sind das ganz, ganz liebe Menschen, die mir ihre gut gemeinten Ratschläge gegeben haben und ich habe mich eben auch noch auf Diskussionen und Gespräche eingelassen und ich bin denen nach wie vor dankbar dafür, weil letzten Endes habe ich wieder für mich nochmal herausgefunden, ist das jetzt wirklich mein Weg, den ich weitergehe, oder ziehe ich mich doch ins Schneckenhaus zurück? Das ist das eine. Und das andere, hätte ich mich da von diesen Menschen jetzt so beeinflussen lassen, dass ich mich ins Schneckenhaus hätte zurückziehen lassen nochmal, ja, jetzt kommen wir nochmal zu diesem Wortspiel, dann wäre ich auch behindert gewesen, denn diese Menschen, dieses Umfeld, das hätte mich daran gehindert, meinen Weg zu gehen. Und das ist dieses Wortspiel behindert. Lass dich nicht behindern, bist du behindert. Lausch mal in dich hinein, in welchen Bereichen in deinem Leben du Ideen hast, du irgendwelche Dinge umsetzen möchtest. Mal ganz gleich beruflich, privat, gesundheitlich, ganz gleich in welchem Bereich. Und wo hast du dich bislang behindern lassen? Von deinem Umfeld, von lieben Menschen in deinem Umfeld, die dir wunderbare Ratschläge gegeben haben, die dich letzten Endes ja dazu inspiriert haben, es doch sein zu lassen. Und wenn du dir diese Menschen anschaust, wo standen die oder wo stehen die? Stehen die dort, wo du mit deiner Idee hin möchtest? Haben die Erfahrung in dem Bereich? Können die dir unter diesen Aspekten wirklich wertvolle Impulse schenken? Oder geben sie dir nur diese Impulse aufgrund ihrer eigenen Prägungen, die ja in ihnen wohnen und Blockaden und weil sie irgendwo dem Mainstream folgen, weil ja das wohl noch nie jemand geschafft hat und warum solltest du das jetzt schaffen? Also meine Botschaft hiermit an dich, lass dich künftig nicht mehr von nichts und niemandem mehr aufhalten und behindern. Wenn du eine Idee, eine Inspiration hast, wo dein Herz zum Singen kommt, zum Hüpfen kommt und du das gerne machen möchtest, weil das genau dein Ding ist, dann hör nur auf dich selbst und auf niemand anderen. Du kannst dir Ratschläge allenfalls einholen und Tipps und Anregungen von den Menschen, die das schon geschafft haben, wo du hin möchtest. Und wenn du so eine geniale Idee hast, wo du niemanden kennst, der das schon geschafft hat, auch dann ist alles möglich. Dann gibt es nur eines. Glaube an dich selbst, geht nicht, gibt's nicht. Das ist auch ein Satz, den ich mir schon, ja, seit vielen, vielen Monaten tagtäglich sage, den ich im Übrigen auch von Christian Bischoff habe, geht nicht, gibt's nicht und kann ich nicht, liegt tot daneben. Wenn ich eine Idee habe und ich weiß niemanden, der das bislang schon geschafft hat, dann bin ich vielleicht die Erste oder bin halt die Erste, die das schafft. Ja und? Wenn du nicht an dich selbst glaubst, wer soll dann an dich glauben? Es ist alles möglich. Nimm dir nochmal Matthias Rehm, google auch gerne nach ihm im Internet, damit du noch mehr Rückenstärkung bekommst, wenn du so seine Geschichte lesen möchtest oder schau im Podcast bei Christian Bischoff nach und hör dir diesen Podcast an. Es wird dir so vieles bewusst werden, in welchen Bereichen du dich in deinem Leben auch schon hast behindern lassen und kannst jetzt die Entscheidung treffen, jetzt ist endgültig Schluss damit, ich glaube jetzt an mich selbst. Wer, wenn nicht du selbst, kann am meisten an dich glauben? Und wo ist die Erwartungshaltung? Wenn ich nicht selbst an mich glaube, warum sollen andere Menschen dann an mich glauben?
Und für mich ist auch immer so eine Motivation, wenn mir jemand auch sagt, das hatte ich irgendwie auch schon so in den Genen in mir, das habe ich wohl so ein bisschen auch von meinem Papa übernommen, der auch immer so sehr, man würde fast sagen, eigensinnig seinen Weg gegangen ist. Aber wenn mir auch früher jemand gesagt hatte, das funktioniert nicht, das geht nicht. Ich habe mich zwar auch oft zurückhalten lassen, aber ich habe auch oft, wenn ich wirklich dran geglaubt habe, mich nicht davon abhalten lassen, und das war für mich im Gegenteil noch die Motivation dahingehend, dass ich mir gesagt habe, jetzt erst recht, ich beweise mir und beweise dem Umfeld, dass es funktioniert. Inzwischen bin ich so weit, dass ich niemand anderem mehr etwas beweisen muss, dass es was funktioniert. Allenfalls mir selbst. Ich muss niemand anderem gerecht werden, ich muss nur mir selbst gerecht werden. Und wenn das mein Weg ist, dann gehe ich diesen Weg mit aller Konsequenz. Das heißt nicht, dass ich mit Ellenbogen unterwegs bin und Scherbenhaufen auch hinterlasse. Wenn ich meinen Weg konsequent vor Augen habe und liebevoll auch mit den Menschen in meinem Umfeld umgehe, die mich behindern möchten, dass ich sie einfach auch als Arschengel sehe, also als meine Engel, die jetzt einfach mir das Universum einfach schickt und als Test quasi, wie sehr bin ich standfest, gehe meinen Weg, wie sehr glaube ich an mich selbst und wie sehr möchte ich mein Ziel erreichen oder lasse ich mich jetzt zurückhalten. Und das möchte ich dir auch mit auf den Weg geben. Glaub an dich selbst, geh deinen Weg, lass dich nicht behindern. Schreib dir das gerne auf, ich lasse mich ab sofort nicht mehr behindern. Ich finde das wirklich einfach so großartig. Und dann wirst du sehen, wie ganz viele Türe und Tore sich öffnen und Möglichkeiten sich auftun, auch für dich und deine grandiosen Ideen, die jetzt vielleicht mal gerade so wieder in dein Bewusstsein kommen, die vielleicht vergraben waren und gerade vielleicht durch diesen kleinen Beitrag hier jetzt noch mal in dein Leben gekommen sind. Hinterlass mir gerne einen Kommentar, ob das Video hier auch inspirierend für dich war, und lass uns da gerne austauschen. Ich freue mich auf dich und auf deine Inspiration auch dazu. Alles Liebe, ich schicke dir eine ganz herzliche Umarmung. Das war die Irmgard, bis zum nächsten Mal. Ciao.